Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Satisfactory Tutorial. Ich bin Trigi und in diesem Video zeige ich dir alles, was du über die Produktion von Computern wissen musst. Nach den schweren modularen Rahmen sind die Computer ein weiteres Produkt in Satisfactory, bei dem die Automatisierung deutlich umfangreicher wird. Zu den Rahmen habe ich auch bereits ein Video veröffentlicht, in dem ich zusätzlich auf ein paar allgemeine Informationen zu den Produktionsketten eingehe. Die werde ich in diesem Video nicht noch einmal alle wiederholen. Daher lohnt es sich für dich eventuell, auch in das andere Video einmal reinzuschauen. Und wenn du das Ganze hier für hilfreich hältst, vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und im Livestream auf Twitch vorbeizuschauen. Die Computer werden in Forschungsstufe 5, industrielle Fertigung, freigeschaltet und sind ebenfalls ein Produkt, das uns bis ins Endgame des Spiels begleiten wird. Ähnlich wie die schweren Rahmen werden sie weniger für die automatisierte Produktion als mehr für das Bauen verschiedener Maschinen, Fahrzeuge oder Ausrüstungsgegenstände benötigt. Eine Weiterverarbeitung findet nur zu Supercomputern und Funksteuereinheiten statt. In beiden Fällen kann man diesen Bedarf mit Alternativrezepten aber umgehen. Auch für adaptive Steuereinheiten werden sie benötigt, die als Produkt für den Weltraumlift aber nur temporär hergestellt werden. Ansonsten finden sie insbesondere zur Freischaltung von Meilensteinen, im Zugbau und für Treibstoffgeneratoren Einsatz. Daraus können wir wieder ableiten, dass wir grundsätzlich keine Riesenproduktionsmenge pro Minute benötigen. Fleißige Fixit-Ingenieurinnen und Ingenieure hält das aber natürlich nicht auf. Da jeder Computer 17.260 Punkte im Schredder bringt, freut sich das Ticketkonto. Ein Blick auf die Rezepte zeigt uns, dass eine Massenproduktion bei einer Herstellungsgeschwindigkeit von 2,5 bis 3,75 Stück pro Minute etwas herausfordernder wird. Derzeit existieren insgesamt drei Rezepte für die Computer im Spiel. Zwei im Fabrikator, eines im Manufaktor. Zwei davon müssen erst über die Festplatten aus den Absturzstellen freigeschaltet werden. Diese Alternativrezepte lassen sich aber erst freischalten, wenn du bereits die Forschungsstufe 5 erreicht und die industrielle Fertigung freigeschaltet hast. Auch hier stellen die Rezepte wieder einen sehr unterschiedlichen Aufwand beim Aufbau deiner Automatisierung dar. Wie immer gibt es nicht das eine beste Rezept für eine Produktion. Vielmehr macht es Sinn, das Rezept zu nutzen, das für deine individuelle Fabrik gerade am passendsten ist. Das kann entweder der Platzbedarf, der Energieverbrauch oder bereits vorhandene Produktion von bestimmten Zwischenprodukten sein. Häufig ist es jedoch so, dass Alternativrezepte den Standardrezepten in Sachen Produktionsmenge, Materialbedarf oder Platzbedarf überlegen sind. So lohnt sich auch bei den Computern ein Vergleich. Standardmäßig benötigen sie Platinen, Kabel, Kunststoff und Schrauben. Gehen wir mal davon aus, dass alle diese Zutaten nur mit dem Standardrezept hergestellt werden. Dann sehen wir im Vergleich beim Alternativrezept Quarzcomputer eine deutlich höhere Effizienz der Platinen und da es insgesamt nur zwei Zutaten gibt, auch die Herstellungsmöglichkeit im Manufaktor. Das bringt uns erhebliche Vorteile beim Platzbedarf und beim Energieverbrauch. Klar, auf der anderen Seite sind Quarzoszillatoren für sich schon ein halbwegs komplexes und aufwendiges Produkt. Das Alternativrezept Caterium-Computer benötigen hingegen Platinen, Turbodraht und Gummi. Auch hier kann man wieder den Vergleich an benötigten Platinen pro Computer hernehmen und erkennt ebenfalls eine bessere Ausbeute als im Standardrezept. Turbodraht lässt sich in großen Mengen unkompliziert produzieren und Gummi hat eben die Einschränkung, dass eine Ölverarbeitung aufgebaut werden muss. Es ist also eine Abwägungssache, welches Rezept nun mehr Sinn macht. Alle haben Vor- und Nachteile, die mit weiteren Alternativrezepten für die jeweiligen Zutaten nochmal anders ins Gewicht fallen können. Die Kombination macht es also aus. In den meisten Fällen würde ich mich allerdings für die Alternative mit dem Turbodraht entscheiden. Um dir eine Übersicht über den Mehrwert von Alternativrezepten zu geben, habe ich hier einmal eine Produktionskette aufgebaut, in der fünf Computer in zwei Fabrikatoren hergestellt werden. Sowohl die Computer als auch alle benötigten Zwischenprodukte werden hierbei per Standardrezept produziert. Wie du unschwer erkennen kannst, nimmt das ganz ordentliche Ausmaße an. Auch die Logistik kann eine Herausforderung werden, da jeder einzelne Fabrikator 130 Schrauben pro Minute benötigt und du zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich erst die MK3-Förderbänder freigeschaltet hast. Mit maximal 270 Teilen pro Minute muss die Logistik bei mehr als zwei Fabrikatoren schon gut durchdacht sein. Wie hierbei gut zu erkennen ist, habe ich mich mit dem Aufbau von oben nach unten, also vom Endprodukt bis zum Erz, gearbeitet. Die beiden Fabrikatoren benötigen insgesamt 50 Platinen, 45 Kabel, 90 Kunststoff und 260 Schrauben die Minute. Die lasse ich in den Maschinen der beiden ersten Reihen davor produzieren. Die Platinen an sich benötigen standardmäßig nochmal 200 Kunststoff pro Minute obendrauf. Dies sorgt für eine deutlich umfangreichere Ölverarbeitung davor, wofür insgesamt 435 Rohöl pro Minute benötigt werden, was ein weiteres logistisches Problem darstellt. Da zu diesem Zeitpunkt möglicherweise die MK2-Pipelines noch nicht erforscht wurden, muss der Öltransport aufgeteilt werden. Dazu kommt natürlich noch der Aufwand mit dem Schwerölrückstand, den ich in diesem Fall in drei weiteren Raffinerien zu Petrolkoks verarbeite und dann schreddere.
Nicht das Sinnvollste, aber hier geht es ja nur um ein Beispiel. Eisenstangen für Schrauben, Draht für Kabel, Kupferbleche für Palatinen kommen in den nächsten Reihen, stellen jedoch ebenso wie Kupfer und Eisenbarren weniger ein Problem dar. Aber auch hier ließe sich noch ein wenig optimieren. Insgesamt benötigen wir hierfür neben dem Rohöl also 200 Kupfererz und 65 Eisenerz die Minute und verbrauchen mit der ganzen Anlage ca. 900 Megawatt an Energie, je nachdem welche und wie viele Miner dafür noch eingesetzt werden. Bei einer optimierten Bauweise für das Turbodrahtrezept fallen sofort zwei Dinge auf. Erstens ist die Produktionsmenge bei zwei Manufaktoren um 50% höher und zweitens ist die Produktionskette deutlich übersichtlicher. Ich habe hierbei für die meisten Zwischenprodukte ebenfalls ergiebigere Alternativrezepte verwendet, nur Gummi- und Caterium-Barren werden standardmäßig produziert. Je nach Produktionsziel und Voraussetzungen in der restlichen Fabrik lässt sich das aber noch weiter anpassen. Wieder habe ich die Rechnung bei den Manufaktoren für die Computer begonnen und mich Reihe um Reihe nach unten gearbeitet. Insgesamt benötigen wir hierbei für 7,5 Computer die Minute 52,5 Platinen, 210 Turbodraht und 90 Gummi. Weitere 150 Turbodraht gehen dabei in die Platinenproduktion, von denen mit diesem Rezept deutlich mehr produziert werden. Kunststoff braucht es dafür auch, den stellen wir aber mit dem recycelten Rezept aus Gummi und Treibstoff deutlich effizienter her. Den Treibstoff wiederum wandeln wir ebenfalls in einem Alternativrezept direkt aus Schwerölrückstand um, der bei der Gummiproduktion anfällt. Der restliche Schwerölrückstand wird wieder zu Petrolkoks. Um die Mengen in der Pipeline richtig anzupassen, bediene ich mich hier eines kleinen Tricks. Mit einer solchen Erhebung in der Pipeline bauen wir eine ganz einfache Überlauffunktion ein. Das Schweröl fließt erst zu den Raffinerien für das Petrolkoks, wenn die andere Richtung, also dort, wo der Treibstoff hergestellt wird, vollgelaufen ist. Mehr zu den Flüssigkeitsmechaniken findest du in meinen anderen Videos oben in der Infokarte. Turbodraht und die dafür zusätzlich benötigten Kupferbarren stellen wir ebenfalls alternativ her, womit wir mit sehr wenigen Produktionsmaschinen auskommen. Insgesamt verbraucht diese Anlage nur 105 Caterium-Erz, 191 Rohöl, 87,5 Kupfererz und ca. 630 Megawatt in Energie, also 270 Megawatt weniger als mit den Standardrezepten. Dazu kommt noch ein wenig Eisenerz für die Kupferbarrenproduktion. Als kleiner Bonustipp noch meine bescheidene Einschätzung, wo sich ein besonders gut geeigneter Bauplatz für eine komplette Produktionskette von Computern befindet. Zwar kannst du mit mehr oder weniger logistischem Aufwand Rohstoffe über die gesamte Map transportieren, weswegen es irgendwann egal ist, wo man etwas herstellt, aber man muss sich ja nicht mehr Aufwand machen als nötig. Am nordwestlichen Rand des dritten Startbioms, also dem nördlichen Wald, am Rande des Canyons findest du mehrere reine Kupfer- und Eisenerzvorkommen, etwas westlich davon mehrere Quarzvorkommen und südlich davon ein Caterium-Vorkommen unter einem Fels. Zusätzlich hat es nordöstlich im Canyon noch ein paar Ölquellen. Egal welches Rezept du verwenden willst, hier findest du alle nötigen Rohstoffe relativ nah beieinander. Sicherlich gibt es noch weitere Orte auf der Map, die sich ähnlich gut eignen. Du siehst also, ein bisschen Planung und die richtigen Rezepte können einen großen Unterschied machen. Sicherlich ist das alles nicht zwangsläufig nötig, um Satisfactory zu spielen und Spaß damit zu haben. Aber es geht mir in diesem Video eher darum, dir einen Überblick und ein Verständnis für diese und andere Produktionsketten zu geben. Eine Produktion muss auch nicht unbedingt von oben nach unten geplant werden. Du kannst dir auch ein paar Erzvorkommen suchen und festlegen, dass du die gesamte Erzmenge daraus in ein bestimmtes Produkt umwandeln möchtest. In so einem Fall macht sich die Planung von unten nach oben bestimmt leichter. Da du dir dieses Video bis hierhin angeschaut hast, habe ich noch ein kleines Geschenk als Dankeschön für dich. In den Links unter diesem Video findest du beide Produktionsketten, die ich vorhin im Video gezeigt habe, als Blueprint zum Integrieren in deinen Speicherstand. Wie das funktioniert, habe ich ebenfalls in einem anderen Video erklärt. Das findest du jetzt auch oben in der Infokarte. Dann würde ich sagen, haben wir wieder was gelernt? Falls dieses Video hilfreich für dich war, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ebenfalls möchte ich dich herzlich zu meinem regelmäßigen Livestream auf Twitch und auf meinen Discord-Server mit einer regen Community zu Satisfactory und anderen Games einladen. Bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß beim Weiterspielen. Auf Wiedersehen.